Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, nachdem wir nun in den letzten Folgen jetzt hier mal ein bisschen unser Schiff erkundet haben, würde ich sagen, starten wir jetzt mal eine ordentliche Mission hier, machen ein bisschen was. Deswegen ab auf die Galaxiekarte richtig hinsetzen und hier haben wir im Cluster, in den Cluster, die bereits von den Reapern erobert wurden, können sie mithilfe des Tarnsystems der Normandy eindringen, um dort nach überlebenden Bergungsgut und wertvolle Informationen zu suchen. Das ist doch schon mal gut. Wo sind wir hier? Citadel? Da müssen wir den Primarchen retten aus der Exodus-Cluster, Milan-Nest. Hier ist eigentlich noch nicht so viel los. Ich würde sagen, wir fliegen direkt mal dahin. Weil wir wollten ja nun Action und nicht jetzt hier noch ewig rumsuchen. So. Suche und Rettung. Die Normandy ist mit einem neuen, verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass über jedem Einsatz des Impulses die Chance steigt, dass Reaper in das System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn ein Reaper in ein System einfliegt, in dem Sie sich befinden, sollten Sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis Sie eine Mission abgeschlossen haben. Das heißt, ihr wisst ja nun, wir müssen jedes Mal hier so eine Mission abschließen, damit wir hier irgendwie überhaupt irgendwas starten können. Und dann kann man hier so scannen. Aber hier passiert jetzt, glaube ich, nichts. Was ist denn hier eigentlich? Essenus. Treibstoffdepot. Wir sind voll auf jeden Fall. Gibt es denn überhaupt noch was zu scannen? Also klar, gibt es ja was zu scannen, aber finden wir denn hier was? Sieht nicht so aus. Wäre ganz cool, wenn wir hier mal ein paar Gimmicks finden oder so. Aber es sieht noch nicht so aus. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Zum Planeten Minae. Oder wie der heißt? Minae. Minae. Hier könnt ihr euch nochmal die Beschreibung durchlesen für alle, die es interessiert. Scroll ich mal so ein bisschen runter. So. Entfernung zur Sonne geheim. Könnt ihr einen Zollstock mal anlegen. Wir landen mal. Und dann schauen wir uns an, was uns erwartet. Achso, wir müssen hier noch erstmal auswählen. Hier. Und hier. Ja, wir haben hier keine Wahl. Na dann, auf geht's. Boah. Ich habe gesagt, auf geht's. Wir haben das jetzt hier schon ausgewählt. Machst du hier noch irgendwas Besseres? Oh, das ist auf jeden Fall besser. Die Frage ist ja natürlich immer, ob die noch besser schießen können. Guck mal, die ist gut, die nehmen wir. Können wir noch ein bisschen modifizieren, dann könnt ihr hier noch ein bisschen was Cooles haben. Waffenstabilität, Upgrade, die Projektile pro Magazin, möglichst Kugel, Durchdringung. Hier, Durchdringung ist ganz cool. Weil ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sie treffen können. Also weniger Schaden. Hier mal noch ein bisschen Schaden, so. Alles klar, was hast du hier noch? Katana. Nicht schlecht. Oh, die ist ja übel. Nehmen wir mal die hier. Modifizieren wir auch nochmal. Reservemunition brauchen die gar nicht, weil denen geht die Munition eh nicht aus. Erhöhter Nahkampfschaden. Nicht schlecht. Hier, erhöhter Schaden, dann sind die noch ein bisschen schneller down. Achso. Und erhöht die Präzision. Hier steht ja so, ihr schießt das wahrscheinlich sowieso wie so eine Mutti. So, hier gucken, ob die. Ich gucke halt nur, ob die jetzt noch eine bessere Waffe haben. Mehr will ich ja gar nicht. Aber es sieht so gesehen eigentlich so jetzt eigentlich ganz gut aus. Ja, da ist jetzt nichts Besseres mit bei, alles klar. So, brauchen wir nicht modifizieren und wir haben schon wieder 7 Punkte. Wo holen wir die denn rein? Die Kryo-Munition. Den Schaden. Verbessert die Schüsse. Und wir nehmen jetzt einfach das. Zack. Bei allen anderen machen wir automatischen Stufenanstieg. Ich dachte, das haben wir alles schon mal gemacht. Ich höre, bei ihm scheint es zu klappen. Ah, jetzt. Jetzt legen wir los. Jetzt aber wirklich. Ja, da ist auf jeden Fall gut was los, ne? Mal
alle weg. Reaper. Auch die Biere, glaube ich, jetzt nicht so gefallen. Die sammeln uns einfach weg, fliegen da hin so. Lalalala. Ist aber auch dezent hoch. Na, da sind wir. Und dann schmuggeln wir uns mal bestimmt so ganz heimlich auf den Planeten. Oder auch nicht. Fliegen woanders hin. Auch okay. Ja. Oh nein, nein. Das ist Palavin. Wir haben dort einen alten Freund. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Ja. Shepard, es tut mir so leid. Hör zu schleimen. Ja. Commander, die LZ wird überrannt. James, öffnen Sie die Luke. So, Landezone räumen. Machen wir doch gerne. So cool, dass ich hier so gar nichts treffe. Jetzt hat er aber verzogen. Schnell rein, schnell raus. Los. Aber wir hauen ganz schön Schaden raus. Also. Was mit dem Treffen ist hier irgendwie so eine Sache mit der Waffe? Das ist total ungenau. Und ich weiß, ich bin kein guter Schütze, aber diesmal liegt es wirklich irgendwie ein bisschen an der Waffe. Zumindest vermute ich das jetzt einfach mal. So, war's das? Hier haben wir nochmal ein bisschen Muni. Oh, das wollte ich nicht. Verdammt. Müssen wir wieder beenden? Nö. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall die Augen offen halten, dass wir vielleicht noch irgendwas Cooles finden, was wir vielleicht gebrauchen können. Weil die meisten Waffen, die muss man vielleicht nicht mal unbedingt kaufen, weil man die einfach findet. Die findet man. So, guck mal, wir schauen hier mal vorbei. Moins. In Ordnung. Hier zum Beispiel. Was haben wir denn hier gefunden? Ein paar Credits, ein bisschen Kohle. Auf jeden Fall nicht schlecht, kann nicht schaden. Nicht schießen, ja, bitte nicht schießen. Wir sind lieb. Dann suchen wir mal den kommandierenden Offizier. Schauen uns hier aber immer noch weiter ein bisschen um. Mach ich. Verstanden. Wird gemacht. So. Er ist auf jeden Fall. Ich meine, guckt euch das mal an hier. Diesen Ding. Überall. Also hier haben wir richtig, hier ist richtig die Hölle los. Da oben ist noch was. Ein Datenpad. Nochmal ein paar XP. So, immer einen Kopf durch die Wand. Da liegt noch ein bisschen Muni. Oh. Da ist er. Bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Bartels, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir. General. Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Ich bin wegen Primarch Fedorian hier. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Na toll. Das kompliziert die Sache. Wie schlimm ist es, General? Wir haben in der letzten halben Stunde etwa 400 Männer verloren. Wir haben auf diesem Mond Lager als Vorposten aufgeschlagen, um dem Feind in die Flanke zu fallen. Eine einwandfreie Strategie, nur leider... Irrelevant. Ja, genau. Die pure Stärke der Reaper macht sie anscheinend immun gegen solche Taktiken. Der Primarch und seine Männer mussten das auf die harte Tour erfahren. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann.
und dein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Und wie geht's weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Natürlich, General Corinthus. Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavin-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Asks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Keine Sorge, General. Ich kriege Ihren Turm wieder zum Laufen. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Also gut, dann los. Gut. Also habt ihr mitbekommen, der Primarch ist... Ich sehe den Kommunikationsturm. Ja. Links von der Hauptbarrikade. Ja. Die Klappe. Na dann, wir liegen auf jeden Fall noch ein paar... Ja, leicht Verletzte. Sage ich jetzt mal. Kevin James? 29, Sir. Die Crew soll nur kritische Reparaturen der Stufe 8 durchführen. Ich will jeden Halbdienst. Hat sich eben angehört wie die Synchronstimme von Kevin James. Rauf und dann links, dort ist die Hauptbarrikade. Achso, ja. Kevin James, falls ihr nicht gerade wisst, wen ich meine, das ist der Schauspieler von King of Queens. Und Mädchenkit auf jeden Fall. Nochmal ein Datenpad hier, könnt ihr euch ja dann durchlesen. Mal Platz hier. So, kommen wir denn hier hoch? Nein, kommen wir nicht hoch. Warum nicht? Ich will da hoch. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ja, hier waren wir doch gerade eigentlich. Überall die Reaper, hier ist was los. Oh, nicht schlecht. Na, die aber schleift schon wieder, ne? Trödeltrine. Also hier waren wir ja schon. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wo waren das? Ah, hier. Da müssen wir hin. Sind wir schon fünfmal vorbeigelaufen. Ah, steht da. So geht das. So, wir machen uns auf jeden Fall auf. Das ist einer von uns. Passt. Also, danke. Hier okay, kommt hier schon mal wieder ganz dramatische Musik. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Na, komm her. Los rein. Relativ schnell platt gemacht, das ist jetzt keine Kunst. Und auch wenn die Waffe halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, man gewöhnt sich dran. So, was haben wir hier noch Schönes? So gesehen eigentlich nichts, doch hier ist noch was. Also, da muss man hin. Wir können sie von diesem Steuerpult aus nicht reparieren. Okay, lass mal Liara den Turm reparieren, die kann das. Liara, versuchen Sie den Turm zu reparieren. Ich gehe rauf und sehe es mir an. Wenn Sie verhindern könnten, dass mir Husks nachklettern, na klar, bin ich Ihnen sehr verbunden. Mal. So. Da kommen Sie. Bereit, James? Auf jeden Fall, achten Sie sich da. Okay, wir verteidigen hier auf jeden Fall das Areal. Keiner mehr. Oh, tschüss, ne? Shepard, ich habe die Hauptsatellitenverbindung des Turms repariert. So, war's das hier? Pause, Feierabend, Urlaub. Was sind General, Freunde? Hören Sie mich? Der Kommunikationsturm ist jetzt einsatzfähig. Ausgezeichnete Neuigkeit. Besten Dank, Commander. Ich kontaktiere das Pelavin-Oberkommando und finde heraus, wer der Nächste ist und ob er überhaupt noch lebt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was haben. Ich helfe Ihren Männern, bis ich was von Ihnen höre. Verstanden. Shepard, Ende. Naja, wie gesagt, mit den Zielen ist so eine Sache.
Teil bauen wir jetzt so alles weg. Na los, komm her hier. Oh, noch einen. Und noch mehr. Und ich komme anscheinend auch nur von da. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ein paar Schlüssel und die sind weg. Na komm her. Ich glaube, da muss ich nicht mal was machen. Commander Shepard, bitte kommen. Ich höre. Ich habe Informationen vom Pelevan Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Machen wir. Sind unterwegs. So, dann rennen wir natürlich wieder ab nach Hause. Dann rennen wir natürlich wieder ab nach Hause. Oh Gott, die Sprache. Das ist so eine Sache hier. Müssen wir denn, wo mussten wir denn lang? Hier. Nein. Ma. Gehen wir hier rein durch dieses äußerst sichere Tor. War das hier? Nein. Da. Ne, hier war das. Was haben Sie? Wie Ihre Begleitung schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarche für Sie finden. Na, mach Lack. Garrus. Garrus, Mensch. Vakarian, Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rühre, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Palavan. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Pelevan verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Er ist ein verdammt guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Pelevan-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Was heißt das denn? Wie meinen Sie das? Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tatris zur selben Zeit wie die turianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt. Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden. Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victus vor und verlor keinen einzigen Mann. Ist doch gut. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Primarch Victus, das dürfte interessant werden. Klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich guten Taktiker, also können wir dem vertrauen? Kann er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte kommen! Kann das nicht warten, Joker, wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Kann sein, dass wir schnell weg müssen. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Dann los. Garrus, Sie waren doch heute Morgen mit Victus zusammen. Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit Ziel Flugfeld. Los, lass mich kämpfen. Ich kann mehr erreichen. General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um alles, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus. Ist das ein Witz? Bin direkt hinter Ihnen. Sehr gut, wir haben ja unseren Sniper an unserer Seite. Oh, hier liegt noch was Schönes. Natürlich praktisch.
Aber hier kommt doch gerade gar nichts. So, wir müssen zum Flugfeld. Ah, ist klar. James, sind Sie das, der da so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Mir ist Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff. Wow, den habe ich jetzt mal gar nicht gesehen. Das schießt doch nur Hammel. Was ist das? Das ist irgendwie ein bisschen sehr mysteriös. Okay, nehme ich jetzt einfach mal so hin. Irgendwie ist mir mein Mauspad immer im Weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war ja sehr professionell jetzt von mir. Fortfahren. Machen wir das ganze Ding nochmal, ist ja kein Problem. Wo ist denn der andere? Da ist er. Weg mit dem Vieh. Lebt er immer noch, meine. So, jetzt aber. Oh, sorry. So. Jetzt kann man den ganzen Kram nochmal aufheben. Mag hier nicht noch mehr? Was ist denn hier zum Beispiel? Mal bei Gelegenheit gucken, ob sich vielleicht sogar eine Sniper lohnt. Oh, Deckung. So, jetzt mach doch mal was hier. Das kann ja wohl nicht sein. Splittergranate, Brandmunition. Können wir keinen. Achso, wird von Schilden geschützt, alles klar. Wir werfen mal ein paar Granitchen drauf. Da schießt auch noch einer. Ich muss mich gar nicht verstecken. So. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, das glaube ich auch. Wir sammeln jetzt mal hier noch ein bisschen Stuff ein. Hier ist sonst nichts weiter. So, Flugfeld, da ist der General. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt hier hin? Einfach hier hoch oder was? Ah, alles klar. Shepard, bitte komm. Ich höre. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier. Eine Hauptbarrikade? Wenn die Reaper da durchkommen, sind wir erledigt. Schon unterwegs. Die Hauptbarrikade ist da vorne. Dann hiken. Sprinten wir da mal eben hin. Und jetzt kommen auch die Leiter hier hoch. Und uns hier an das Geschütz setzen. Sehr schön. Keine Ahnung, warum die ihn nicht geschossen hat. Lad nach. Ja, mal gucken mal. Kriegen wir auf jeden Fall alle weg. Okay, weiter geht's. Wer ist der Nächste? Ja, eigentlich noch ganz einfach. So nicht, mein Freund, so nicht. Oh. Das war knapp jetzt. Ja, schon, ja. Okay. Achtung, da kommt noch eine Welle. Wo denn? Ach da.
So, schnell mal nachladen nochmal. Oh. Uiuiui, hier geht ja ganz schön die Post ab. Ich übersehe auch immer wieder welche. Das stört mich doch. Das Gute ist natürlich, dass ich das hier nicht alleine machen will. James, was willst du hier bei mir? Hopp. Das ist mein Area. So, oh. Was zum Teufel ist das denn? Na toll. Jetzt nicht euer Ernst, ne? Können wir hier irgendwas machen? Oh, hier kann man Blutbad entsetzen. Sehr schön. Oh fuck. So, dann machen wir hier mal ein Granitchen und nein, oh, Idiot. Oh, das Vieh ist schon down, das ist schon gut. Das war's. Was Neues über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ender. Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Aber erstmal nachladen, ne? So, dann gehen wir da auf jeden Fall hin. Und schauen mal, was hier Phase ist. Weil wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger haben. Wie weit? Sind wir schon da? Hier. Oh Mann. Sind ja alles schon ziemlich. Verdammt! Sehen Sie sich Pelamin? Ja, ich hab grad gesehen. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Sieht echt übel aus. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater. Eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag. 5 am zweiten. Oh je. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um. Machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Ja, oder hätten Leute. Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Ja, hätte Fahrradkette kommen. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Da liegt noch ein bisschen Muni, aber das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mal so wirklich. Ich finde das Geräusch von den Reapern so geil. Ja, komm. Scheiße, ich hasse diese Dinger. Und in New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Ja. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Ja. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Hätte Fahrradkette. Kampf abbrechen, das kotzt mich an. Aber Sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt die Reaper allein. Naja, ist nicht mal unbedingt das Gipfeltreffen, sondern nur, weil sich wieder ein paar Leute schwammig haben. Dann werde ich auf der Erde einen Anruf. Alles in Ordnung? Alles klar. Jawohl, Sir! Wir schaffen das schon! Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Alles klar. Ah, hier. Ich bin nicht sicher. Könnte hinkommen. Es tut weh, wenn man ein schönes Schiff braucht. Das war knapper, als mir lieb ist. Absolut. Ich glaube, das war ein bisschen zu knapp, wenn ihr mich fragt. Keine Überlebenden. Verdammt. Na. Bei so einem Absturz ist das keine Überraschung. Dann hopsen hier mal so runter. Und dann schauen wir mal, dass wir hier bald mal den General an den Start kriegen. Falls er jetzt überhaupt noch am Leben ist. Also, Loco, glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Nö.
Ich meine Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Ihr solltet anfangen, positiv zu denken. Die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Noch ein Medikit. Nehmen wir auf jeden Fall immer mal mit. Kann ja nicht schaden, kann nie genug haben. Und so wie ich kämpfe und schieße und weiß ich nicht, werden wir auf jeden Fall noch ein paar davon brauchen. Immer schön V drücken, damit wir wissen, wo es lang geht, obwohl es eigentlich nur in eine Richtung geht. Aber ich verliere auch gern mal die Orientierung. Das klingt übel! Okay, Beeilung! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg! Genau. Direkt hinter meiner, ich hab's angeleckt. Oh. So. Wird hier aufgeräumt, meine Freunde. In die Anlage vorrücken! Schon unterwegs! Achtung! Direkt hinter ihm! Hä? So, ja, keiner. Knapp. Haben wir noch was Schönes? Nee. Lass mich auf. Shepard, ist das dein Ernst? Danke. Oh, fuck. Können wir irgendwas machen? Blutbad. Und hauen weg. Hätte auch natürlich ganz einfach panzerbrechende Munition anwenden können. Was haben wir denn hier jetzt Schönes gefunden? Okay, Männer, das ist unsere Chance. Das ist Sparta. Oh. Cool. Oh fuck. Erste Hilfe? Wieso kann ich jetzt keine erste Hilfe einsetzen? Immer hier auf Schrotflinte. Da ist die erste Hilfe. Oh fuck. Blutbad. So. Ah, der ist schon weg. Schade, schade. Das sind aber auch kein Ende hier. Was ist überhaupt für eine Waffe jetzt? Naja, die Waffe eben Sniper hier war schon ganz cool. Immer schön draufhalten. Na komm. Okay, wir rennen jetzt einfach mal dahin. Helfen vielleicht mal nebenbei noch James. Na, du Pussy. Steh auf und kämpfe wie ein Mann. Oh,
Achso, das ist einer von uns. Der hier überall hängen bleibt, das geht mir voll auf den Sack. Hier kommt er natürlich nicht hoch. Sag mal, unglaublich. General Victus. Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander, ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Bakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht Sie woanders, General. Ich bring Sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine torianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und Ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Was eine Optik, ey. Ich bin Primarch von Pelerin und verhandle für die Torianische Hierarchie? Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Sie wollen nicht qualifiziert sein? Ich halte nicht viel von Vorschriften. Und ich stoße andere gern vor den Kopf. Meine Familie ist seit dem Vereinigungskrieg beim Militär. Krieg ist mein Leben. Ich habe ihn im Blut. Aber diese Art Leidenschaft lässt einen rücksichtslos erscheinen. Auch wenn man es gar nicht ist. Der Krieg ist Ihr Geschäft. In Zeiten wie diesen brauchen wir Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. All diese Spezies zu vereinen, erfordert ebenso viel Kraft wie der Kampf gegen die Reaper selbst. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Torianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Victus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Kroganer. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Ja. Oh, weia, ja, ist ja... Aber ihr Plan wird scheitern, Commander. Wir wissen das. Wir haben es schon erlebt. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Nicht nur ich sehe das so. Die salarianische Dalatras ist außer sich. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Mag sein, dennoch vergeuden Sie mit diesem Gipfel Ihre Zeit. Und davon haben wir zu wenig, um damit auch unsere zu vergeuden. Wir müssen uns auf die Ankunft der Reaper konzentrieren. Darum kommen die Asari nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Viel Glück, Commander. Und leben Sie wohl. Oh Mann. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Okay. Komm, das tun wir uns mal noch an. Folge hat eh schon mega Überlänge. Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe.
Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Hatten wir das nicht alles schon mal durch? Nee, eigentlich nicht, ne? Tschüss. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Alles klar. Oh Mann, ey, wir haben echt auf jeden Fall, ist die Kacke hier richtig am Dampfen. Jetzt haben wir die Salarianer und holen uns jetzt noch die Kroganer dazu. Ihr wisst ja, die sind ein bisschen, kommen ja so gar nicht so klar miteinander. Die haben sich nicht lieb. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass ihr euch darüber gefreut habt, dass die Folge ein bisschen länger ging. Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt unterbrechen, das war gerade zu lustig. Also, macht's gut, bis dann und ciao.